Hallo, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen beim Digital Innovation Hub Düsseldorf-Rheinland, kurz DigiHub. Der DigiHub Düsseldorf-Rheinland zusammen mit vier anderen Hubs wird vom NRW-Wirtschaftsministerium gefördert. Wir sind einerseits Matchmaker zwischen den verschiedenen Marktakteuren. Wir sind ein Accelerator für die Entwicklung neuer Startups. All das, um die digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen noch weiter zu befeuern. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich dabei sind, trotz des phänomenalen Wetters, bei unserer Expertenveranstaltung zum Thema Digitalisierung der Verwaltung mit Government Technologies, kurz GovTech. Unser Fokus liegt heute besonders auf der Zusammenarbeit der Verwaltung mit innovativen Startups. Ja, trotz Corona-Druck liegt Deutschland in den europaweiten Rankings, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, leider noch auf den hinteren Plätzen. Trotz der heißen Themen wie Online-Zugangsgesetz, Personalausweis auf dem Smartphone, sind die digitalen Bürgerservices noch weiter ausbausbar, aber auch Behörden intern müssen Prozesse und Systeme weiter digitalisiert werden. Wir diskutieren heute, wie Startups genau da noch mehr Schwung reinbringen können. Wir tun das im Rahmen des Nationalen Digitaltags. Das ist eine Initiative von Digital für alle mit über 1000 angemeldeten Aktionen in Deutschland. Alles unter dem Motto Digitalisierung gemeinsam gestalten. Mein Name ist Clemens Geiler und ich bin zusammen mit Peter Hornig Geschäftsführer beim DigiHub Düsseldorf-Rheinland. Ja, viele Dinge, die wir tun, die tun wir gemeinsam mit unserem Fördergeldgeber, mit dem NRW-Wirtschaftsministerium. Und ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder unseren Herrn Minister Pinkwart als NRW-Wirtschaftsminister und als Schirmherr für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Unsere Agenda heute ist dreigeteilt. Wir starten gleich mit einem Impulsvertrag unseres Herrn Ministers Pinkwart. Dann kommt ein fachlicher Einführungsvortrag unseres DigiHub-Partners Cassini Consulting AG. Ja, und dann kommt eine spannende Expertendiskussion. Wir haben einen Behörden-CIO, CDO mit an Bord. Wir haben Experten, wir haben Startups. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie Verwaltung mit Startups den digitalen Wandel gemeinsam gestalten können. Liebe Zuschauer, Sie können heute wieder aktiv mitmachen. Rechts neben dem YouTube-Video gibt es ein Chatfenster. Wenn Sie dort Ihre Fragen, Ihre Kommentare eintragen, dann werden die hier von der Regie uns eingeblendet und wir können direkt darauf eingehen. Ja, und jetzt freue ich mich, dass es direkt losgeht mit dem ersten Highlight. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Herrn Minister, Professor Dr. Andreas Pinkwart dabei haben. Herr Pinkwart, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Und wir freuen uns sehr, dass Sie sogar mit einer Keynote dabei sind, bei einem Thema, was uns allen, aber wahrscheinlich auch Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Digitalisierung der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Ja, Herr Geiler, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute Nachmittag beim DigiHub Düsseldorf und dieser spannenden Diskussion, zu der Sie eingeladen haben, dabei sein darf. Grüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dazu, Sie haben ein ganz zentrales Thema aufgerufen. Ich glaube, die Pandemie hat es uns erst recht nochmal vor Augen geführt, wie wichtig Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist, aber auch wie wichtig die Start-up-Szene ist, um die Digitalisierung auch im öffentlichen Bereich schneller vorantreiben zu können. Ich komme selbst gerade von der Wirtschaftsministerkonferenz, die in diesem Jahr in Düsseldorf getagt hat unter dem Vorsitz Nordrhein-Westfalens. Wir haben gestern und heute uns intensiv auch mit dem Bundeswirtschaftsminister nicht nur, aber eben auch zu Fragen der Pandemie und ihrer Folgen unterhalten. Wir haben uns aber eben auch ausgetauscht zu der großen Frage der Zukunft unserer Industrie und den enormen Transformationserfordernissen,
denen wir uns gegenüber sehen. Das ist zum einen auch dort die Digitalisierung, aber noch viel stärker der Klimaschutz. Wir werden noch ambitioniertere Klimaschutzziele in Nordrhein-Westfalen, noch vor der Sommerpause, auch in Deutschland auf den Weg bringen und wollen bis 2045 klimaneutral werden. Das ist eine der größten Jahrhundertaufgaben, die je zu bewältigen waren und zu bewältigen sind. Das heißt ja, nicht weniger als 24 Jahren wollen wir den Energiesektor und die Industrie und auch Mobilität, Wohnen und viele andere Lebensbereiche sehr grundlegend transformieren hin zur Klimaneutralität. Das wird nicht nur ganz erhebliche Investitionen erfordern, gerade auch von privater Seite und auch viele Veränderungen für die Menschen mit sich bringen, sondern das wird vor allen Dingen auch bedeuten, dass die öffentliche Hand in den nächsten Monaten und Jahren unglaubliche Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verantworten hat, durchzuführen hat. Und sie braucht vor allen Dingen eins, sie braucht dafür ein enormes Tempo. Denn nur dann, wenn wir schnell genug sind beim Ausbau der Energienetze, wenn wir schnell genug sind bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien und auch von Wasserstoff zu bezahlbaren Bedingungen, werden wir das mit der Industrie erfolgreich bewältigen können, auch mit den hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Und deswegen kommt auch auf die öffentlichen Verwaltungen von dort her Unglaubliches an Arbeit zu, was mit hohen Standards unterlegt sein muss, was sehr qualitätvoll organisiert sein muss. Aber vor allen Dingen auch eins, es muss sehr schnell vonstatten gehen. Es muss schnell und verlässlich vonstatten gehen. Und wir haben mit der Industrie gesprochen, mit vielen anderen Stakeholdern. Und da gibt es eine wachsende Bereitschaft, natürlich dort mitzugehen. Jeder anerkennt die Notwendigkeit zum Wandel, aber besteht auch die Erwartung, dass wenn die Privaten hier schneller agieren sollen, dass der Staat ihnen auch als einen Partner begegnet, der dieses hohe Tempo mithält und nicht als Bremsklotz im Wege steht. Und insoweit ist Digitalisierung auch für die öffentliche Verwaltung kein Selbstzweck. Das ist auch nicht etwas, was man einfach nur jetzt haben müsste, weil es andere haben, sondern es ist eine ganz dringend notwendige Entwicklung, die wir brauchen, damit wir auch standhalten können, diesen wachsenden Anforderungen. Ich könnte natürlich auch von anderen Bereichen, anderen Lebensbereichen stellen, wo die öffentliche Verwaltung sich herausgefordert sieht, möglichst schnell und entschlossen handeln zu können, wie zum Beispiel in der Pandemie das Gesundheitswesen. Ich sehe, unser CIO, Herr Meyer-Falke, ist auch in der Runde, der sich in den letzten Monaten, wofür ich dankbar bin, sehr intensiv eingesetzt hat, im engen Zusammenwirken auch mit dem kommunalen Raum und unseren Gesundheitsämtern in den Regionen, dass wir mithilfe der Digitalisierung auch das Pandemie-Management in den öffentlichen Verwaltungen besser machen können, schneller machen können, wirksamer machen können. Aber auch, dass wir die digitalen Werkzeuge für ein möglichst leistungsfähiges Pandemie-Management auf Seiten der Unternehmen etablieren können, gerade beim Mittelstand, beim Hotel- und Gaststättengewerbe, im Kulturbereich, im Eventbereich, überall da, wo wir mit digitalen Werkzeugen die Spielräume für die Menschen, sich zu bewegen, größer machen können, wenn wir über dieserlei Fähigkeiten verfügen, respektive sie unverhältnismäßig einschränken müssen, wenn wir die Werkzeuge eben nicht haben oder nicht effizient nutzen können. Deswegen ist digitales Pandemie-Management für uns auch eine Aufgabenstellung gewesen und bleibt eine, die zentrale Bedeutung hat auch für die Freiheitsrechte jedes Einzelnen. Und auch hier müssen wir dringend weiter aufholen. Es gibt, wie gesagt, Fortschritte. Sie werden das sicherlich gleich auch herausarbeiten in dem Panel. Aber es gibt eben auch weitere Verbesserungsnotwendigkeiten. Ich will mal nur diese beiden großen Herausforderungen benennen. Wir haben viele mehr zu bewältigen, aber da zeigt sich eben auch, dass Digitalisierung für die Menschen, und das ist mir so wichtig, einen sehr konkreten Nutzen hat. Und dass wir Digitalisierung eben auch genau für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger machen wollen, in ihrem Interesse und so, dass sie damit auch zu ihrem eigenen Vorteil umgehen können.
Hier hat die öffentliche Verwaltung in den letzten Jahren enorm an Schwung gewonnen. Wenn ich mir überlege, wo wir standen, als ich 2017 erster Digitalminister im Sommer 2017 Deutschlands wurde und welche Fortschritte wir in den wenigen Jahren jetzt haben erzielen können, dann hat man etwa eine Vorstellung, was über lange Strecken eben nicht in dem Maße vorangetrieben wurde, wie es notwendig gewesen wäre und wie sehr wir uns aber mit intensiven Anstrengungen auch nach vorne arbeiten können und Fähigkeiten gewinnen und vor allen Dingen positiven Nutzen stiften können bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen von den Fortschritten, die wir uns haben in den wenigen Jahren jetzt erarbeiten können. Das war einer der besonders eindrucksvollen Fortschritte auch und einer, der Sie auch als Start-up-Unternehmen sehr berührt, denn wir haben im Sommer, Herbst 2017 die Start-up-Szene in Deutschland hier gefragt, wie können wir denn den Start-ups es erleichtern, Unternehmen zu gründen und zu verwalten. Und da war eines der Hauptthemen unkompliziertere Bürokratie, digitalere Bürokratie. Und das sind wir dann gestartet mit der digitalen Gewerbeanmeldung, die hier nicht möglich war, auch deutschlandweit so nicht verfügbar war. Und haben dann nach wenigen Monaten einen ersten Einstieg machen können mit einem Angebot einer digitalen Gewerbeanmeldung. Es war aber noch kein voll digitaler Prozess, sondern es war eine Möglichkeit, die Daten einzugeben und dann wurden sie digital den Kommunen überliefert und dann mussten sie dort weiter bearbeitet werden. Aber noch kein voll medienbruchfreier Prozess, immerhin ein Einstieg. Aber wir haben dann es nicht dabei bewenden lassen, sondern ganz intensiv daran weitergearbeitet mit dem Gewerbeserviceportal, auch zu vollumfänglichen Bearbeitungsschritten auch im Backend zu kommen. Und dann waren die Mitarbeiter und Mitarbeiter und auch die Kammern und andere und auch die Gründer so interessiert daran, dass wir das heute, bis heute, zu einem Wirtschaftsserviceportal haben ausweiten können, wo wir sehr viele Verwaltungsleistungen, auch Leistungen von Kammern und Verbänden, die die Wirtschaft berühren, über dieses Portal abwickeln können. Und in den nächsten Wochen und Monaten werden die auch im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes definierten Verwaltungsleistungen in hundertfacher Zahl einem Digitalisierungsprozess in sogenannten Digitalstraßen unterzogen, sodass wir ein Gewerbeamt und mehrere andere das Gewerbe betreffende Ämter auf einem Portal abbilden und es dem Unternehmer, der Unternehmerin erlauben können, vom Sofa aus ihre die öffentliche Hand betreffenden Dienstleistungen und Verfahren digital abwickeln zu können. Das ist schon ein aus meiner Sicht ganz hervorragender Fortschritt, den wir haben erzielen können. Dank auch eines enormen Einsatzes der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ein hohes Interesse auch daran haben, hier Digitalisierung im Interesse der Menschen weiter wirklich auch greifbar vorantreiben zu können. Aber eins ist eben mir auch nochmal ganz wichtig hier hervorzuheben. Nicht nur, dass wir das jetzt so weit haben tragen können und auch mit anderen Bundesländern weiterentwickeln können, bis hin zu einem Unternehmenskonto, auch für Körperschaften, auch für Niederlassungen nordrhein-westfälischer Unternehmen in anderen Bundesländern, die über dasselbe Portal dann auch verwaltungsseitig digital auch administriert werden können. Sondern wichtig ist mir, dass von der ersten Stunde an, als wir mit der digitalen Gewerbemeldung anfingen, bis heute sicherlich nicht die Fortschritte hätten erzielen können, wenn es uns nicht gelungen wäre, von Anfang an Start-up-Unternehmen in die Entwicklung dieser Programme, die notwendig dafür waren und sind, hätten einbeziehen können. Und das ist ja genau das Thema Ihrer Veranstaltung. Wir haben also nicht nur große Bedarfe in Zukunft bei der Digitalisierung der Landesverwaltung, der Verwaltung insgesamt schneller voranzukommen, sondern wir stellen auch sehr positiv fest, dort, wo wir intensiv an der Digitalisierung arbeiten, wie wichtig es ist, den engen Schulterschluss mit den Start-up-Unternehmen zu suchen, sie zu Treibern auch dieses Digitalisierungsprozesses zu machen und dadurch auch die Digitalisierung in den Verwaltungen zu beschleunigen. Wir haben hier ein IGAF-Gesetz angetroffen, das vorsah, dass die nordrhein-westfälische Landesverwaltung bis 2031 digitalisiert sein sollte. Wir haben gesagt, nachdem auch die ersten Jahre nach diesem Gesetz nicht allzu viel passiert war,
Wir müssen jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Wir müssen die Dinge neu und verstärkt aufsetzen und schneller auch zur Umsetzung bringen. Deswegen haben wir die IGAF-Novelle hier auch vorgelegt und im Parlament verabschiedet, die uns die klare Vorgabe setzt, dass wir bis 2025 die Landesverwaltung digitalisieren wollen. Das ist natürlich hoch ambitioniert, das ist überhaupt keine Frage, aber auch dringend notwendig. Wenn ich jetzt in die uns verbleibenden Jahre hineinschaue, dann haben wir noch so viel Arbeit vor uns. Herr Meyer-Falke wird das bestimmt gleich in der Diskussion noch gerne vertiefend ausführen, dass wir diese Herausforderung nur bestehen werden, wenn es uns gelingt, mit innovativen Unternehmen auch zusammenarbeiten zu können, überlegen zu können, wie sich die öffentlichen Verfahren, Prozesse auch noch deutlicher beschleunigen lassen. Einen schlechten analogen Prozess zu digitalisieren, ist nicht die Digitalisierung, die wir uns vorstellen, sondern wir wollen mit der Digitalisierung auch zu besseren Prozessen kommen. Wir müssen eben auch das Geschäftsmodell, würde der Unternehmer sagen, eben auch nochmal versuchen zu durchdringen, besser zu verstehen und wir auch ein bisschen disruptiv auch zu arbeiten, so wie es zum Beispiel ein Wirtschaftsserviceportal ist, das dann bundesweit zur Verfügung steht und von allen, die mit Gewerberecht zu tun haben, genutzt werden kann, dass wir da mehr Standardisierung haben und dergleichen mehr. Also das sind die Themen, an denen wir arbeiten, wofür wir Sie, die Startups, dringend brauchen. Und wir brauchen natürlich auch Möglichkeiten der Kooperation mit Startups, vom Vergaberecht bis hin auch zu den vertraglichen Konstellationen, die nachhaltige Kundenbeziehung auch ermöglichen. All das gilt es zu nutzen, weiterzuentwickeln, um den Standort attraktiv zu machen. Wir freuen uns über die bisher schon erreichten Kooperationen. Wir wollen weitere fortsetzen. Und das hilft der öffentlichen Verwaltung, aber das hilft auch unseren Startups und damit auch dem Gründerstandort Nordrhein-Westfalen, der sich ebenfalls dynamisch entwickelt. Und wir sind ganz zuversichtlich, auch im Zuge der weiteren Fortschritte bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung dynamisch entwickeln wird. Insofern freue ich mich über diese Veranstaltung, freue mich über Ihr Interesse und möglichst viele digitale Unternehmen, die kräftig mitwirken, dass sich Nordrhein-Westfalen dynamisch entwickelt und bei Digitalisierung weiter ganz vorne mitspielt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Herr Minister Binkwart, ganz herzlichen Dank für Ihren Einführungsvortrag. Wir haben von den Startups gelernt, es kommt immer auch auf die handelnden Personen an. Und mit unserem Herrn Minister, denke ich, haben wir jemanden, der anpackt und der abliefert. Herr Minister ist tatsächlich selber Startup-DNA in seinem Blut. Man spürt es nicht nur bei der Zusammenarbeit mit unseren Hubs, sondern in allem, was er tut. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir sagen auf Wiedersehen bei unseren nächsten DigiHub-Veranstaltungen. Machen Sie es gut, haben Sie einen guten Sommer und bis bald wieder. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Liebe Zuschauer, das war unser erstes Highlight. Und nachdem es anfänglich ein bisschen geruckelt hat, war es ja jetzt doch technisch sehr flüssig. Ich freue mich, dass es läuft. Und wir kommen auch direkt zum zweiten Highlight des Tages. Und zwar zum fachlichen Einführungsvortrag unseres DigiHub-Partners, der Cassini Consulting AG. Cassini ist einerseits für uns als DigiHub Sparringspartner für unsere Fachthemen und für die Angebote, die wir am Markt machen. Cassini unterstützt aber auch unser Startup Accelerator Programm mit Expertenworkshops. Also auch Startups können direkt von den Cassini Experten lernen und profitieren davon. Heute, da freue ich mich ganz besonders, begrüßen wir Julia Rost. Sie ist Senior Consultant bei Cassini. Julia, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Julia berät zum einen Ministerien und Behörden bei Digitalisierungs- und bei Veränderungsprojekten. Julia war aber auch schon international tätig, also hat auch Behörden und Verwaltungen in Lateinamerika und Westafrika beraten in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und Julia kennt sich auch in der Start-up-Welt aus. Sie hat mit und an bayerischen Hochschulen auch Gründungsberatung betrieben. Julia, wir sind ganz gespannt, wie du jetzt in das Thema Startups
und Verwaltung gemeinsam den digitalen Wandel gestalten einsteigst. Lieben Dank, Clemens. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle. Schön, dass Sie an diesem temperaturmäßig heißen Nachmittag es sich nicht nehmen lassen, sich mit dem Thema Startups treffen, Verwaltung zu beschäftigen. Und nochmal auch meinerseits ein herzliches Dankeschön an Herrn Minister Pinkwart für die einleitenden Worte. Und deswegen gebe ich jetzt eigentlich ja gar nicht den thematischen Einstieg, sondern sozusagen einen weiteren thematischen Einstieg, weil Herr Pinkwart hat ja wirklich schon sehr viel auch inhaltlich gesagt, sehr viel gesagt, was momentan in Nordrhein-Westfalen geschieht, was schon geschehen ist. Ich habe meinem kleinen Vortrag hier den Titel gegeben oder die Frage vorangestellt, handelt es sich hierbei um den Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Also werden Startups und Verwaltung eine wunderbare freundschaftliche Beziehung eingehen? Und was sind hierbei trennende und verbindende Faktoren für die Zusammenarbeit? Und dann natürlich lohnt sich eigentlich die Mühe, um wie in jeder Beziehung zu investieren. Also in jede Beziehung muss man investieren und lohnt es sich, in diese Beziehung zu investieren. Und damit starten wir ins Thema. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Und wir gucken nochmal ganz kurz auf die Verwaltung. Was ist sie eigentlich und was treibt sie um? Wie gesagt, Herr Pinkwart hat gerade schon eine Menge dazu gesagt. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf ausholen, dass die Gesellschaft, dass die Verwaltung unsere Gesellschaft in zentralen Bereichen am Laufen und am Funktionieren hält. Und damit das funktioniert und über diese vielen Jahrzehnte hinweg funktioniert, hat sie und verlässlich funktioniert, hat sie mitunter komplexe Strukturen etabliert. Und dabei sind vor allen Dingen zentrale Werte der Verwaltungsarbeit Verlässlichkeit, Beständigkeit und Verantwortung. Und nun steht die Verwaltung vor großen Herausforderungen, vor allen Dingen vor der digitalen Transformation und allem, was damit zu tun hat. Es klang eben schon an, das heißt, die Struktur nach innen, innerhalb der Verwaltungsorganisationen selbst zu verändern, ein Stück weit vielleicht zu modernisieren oder auch zu agilisieren. Und der andere große Teil ist, Bürgerdienstleistungen nutzerfreundlicher, also bürgerfreundlicher zu gestalten. Natürlich gibt es noch weitere andere Herausforderungen, die mit der Zeit bedingt sind. Ich denke, wir konzentrieren uns auf die digitale Transformation, denn hierin begründen sich auch neue Ansprüche sowohl der MitarbeiterInnen, also nach innen, als auch der Bürger, die es gewohnt sind, ne, leicht sozusagen zum Ziel zu kommen, ihr Nutzerbedürfnis zu befriedigen und das eben bei den Verwaltungsdienstleistungen vielleicht so noch nicht erleben wie in der freien Wirtschaft. Auch das hat Clemens schon am Eingangs gesagt, im EU-Vergleich laut EU-Kommission hat Deutschland den traurigen 21. Platz bei digitalen öffentlichen Dienstleistungen. Also da ist eine Menge passiert bereits, es ist an Geschwindigkeit gewonnen worden, aber es ist noch eine Menge Luft nach oben. Und gerade solche durchaus entscheidenden Wegmarken wie das Online-Zugangsgesetz, was den verbindlichen Rahmen setzt für die Digitalisierung der Bürgerdienstleistungen, auch bei dessen Umsetzung dürfte die Verwaltung auf starke und innovative Partner angewiesen sein. Und ein vielversprechender Partner hierbei könnten Startup-Unternehmen sein. Und die bitte einmal weiter. Möchte ich jetzt noch mal ganz kurz vorstellen sozusagen, was zeichnet eigentlich Startups aus und warum unterstellen wir ihnen oder warum haben wir überhaupt die Idee, dass sie diesen Verwaltungswandel unterstützen können? Startups zeichnen sich aus durch ihre Lösungsorientierung und Kundenorientierung einerseits und ihr digitales Mindset und ihr Tech-Know-how andererseits. Die Unternehmensstory ist ganz häufig in etwa so, eine Gründerin hat in einem Schlüsselmoment ein Problem erkannt und den Wunsch entwickelt, für dieses Problem eine Lösung anbieten zu können. Zur Umsetzung der Idee werden weitere Personen gesucht, deren Mindset ebenfalls dadurch bestimmt ist, dass sie vor Herausforderungen nicht zurückschrecken und sich experimentierfreudig an die Entwicklung einer Lösung begeben. Die Fokussierung auf konkrete Herausforderungen führt sozusagen natürlicherweise zu den Zielgruppen, für die das Problem gelöst werden soll. Also die Anwendung oder Nutzung der Lösung wird deswegen vom Nutzen der Zielgruppe her gedacht und auch die Kunden dieser Lösung durch Feedbackschleifen möglichst früh in die Entwicklung eingebunden. Genau, das ist also sozusagen, was Startups im Allgemeinen auszeichnet, diese Punkte, die wir hier auch aufgeführt haben auf der Folie. Und als GovTech-Startups werden junge Unternehmen bezeichnet, die Technologielösungen für die öffentliche Verwaltung anbieten. Also GovTech, Government Technology, steht für alle digitalen Produkte und Lösungen, die Staat und Verwaltung einsetzen können. Und das ist, glaube ich, allseitsiger Konsens. Bislang sind Beispiele für die Zusammenarbeit von GovTech-Startups und Verwaltung nicht unbedingt die Regel, sondern eher die Ausnahme.
Und da stellt sich dann schon die Frage, auch nach den einleitenden Worten vom Herrn Minister, woran liegt es eigentlich? Und da haben wir uns haben uns angeschaut, was sind eigentlich die Hindernisse, woran hapert es? Einmal Klick bitte. Wir sind auf natürlich zahlreiche Herausforderungen gestoßen. Und die habe ich hier in drei wesentliche Unterschiede zwischen Verwaltung und Startups geclustert. Zum einen, also die Mission, unterschiedliche strukturelle Rahmenbedingungen und unterschiedliche Arbeitsweisen. Zunächst die Mission oder auch die Raison d'être, wenn man so will. Die ist selbstredend gänzlich unterschiedlich. Die gesellschaftliche Verantwortung auf Seiten der Verwaltung bzw. ihr hoheitlicher Auftrag steht der unternehmerischen Freiheit und der Lust an neuen Ideen und Lösungen gegenüber. Zweitens sind die Strukturen gänzlich unterschiedlich. Die Verwaltung hatte, wie gesagt, Jahrzehnte Zeit, komplexe Strukturen zu etablieren und das musste sie ja auch, um diesem Anspruch auf Verlässlichkeit und Fehlervermeidung zu entsprechen. Startups hingegen haben in der Regel flache Hierarchien, sind klein und wendig und entscheidungsfreudig. In diesen strukturellen Rahmenbedingungen findet sich einer, wie ich denke, wenigen tatsächlich harten Faktoren als Hindernis für die Zusammenarbeit. Dieser liegt in der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Hierbei werden klar Belege über ähnliche bereits erbrachte Aufträge von den Startups verlangt, nicht selten auch ein Track Record an Erfahrungsjahren, den Startups selbstredend durch ihre jungen Jahre an Dasein nicht erfüllen können. Und hier an dieser Stelle könnte tatsächlich geprüft werden, oder vielleicht ist das ja auch ein Diskussionspunkt für das Panel gleich, ob es sich bei den Hemmnissen an dieser Stelle eher um die Regelung selbst, um die Vergaberegelung selbst oder um die gelebte Praxis handelt und ob sich hieraus Spielräume ergeben und die Zusammenarbeit doch sozusagen leichter erschließen lässt und der Faktor Vergabe sozusagen ein Stück weit aufweichen lässt. Drittens, auch sehr, sehr entscheidend durchaus, ist die unterschiedliche Arbeitsweise. Es gibt einen großen Kulturunterschied zwischen Behörden und Startups. Dieser Kulturunterschied erschwert die gemeinsame Lösungsfindung oder ganz allgemein die Zusammenarbeit. Grob zusammengefasst trifft eine Prozesstreue auf Seiten der Verwaltung auf eine agile, experimentierende Arbeitsweise bei den Startups, wie eben dargestellt. Und dann kann man sich tatsächlich die Frage stellen, bei diesen zahlreichen Hindernissen, also sowohl in Voraussetzungen, in diesen Rahmenbedingungen, die strukturell sehr unterschiedlich sind und in der unterschiedlichen Kultur, die ja auch durchaus in ihrer Historie berechtigt ist oder eine Berechtigung hat, wozu eigentlich die Mühe? Bringt es etwas, in die Zusammenarbeit tatsächlich zu investieren? Ist das Erfolgsversprechen hinreichend groß? Und da haben wir uns nach Beispielen umgesehen und sind auch natürlich fündig geworden. Einmal Klick bitte. Viele Beispiele finden sich auf kommunaler Ebene. Das ist eigentlich relativ naheliegend, wie ich denke. Gründerinnen von Startups sind in jedem Fall immer auch BürgerInnen einer Stadt oder einer Kommune. Und es ist insofern naheliegend, in ihrem unmittelbaren Umfeld nach Herausforderungen zu gucken und Antworten auf diese zu entwickeln. Und vermutlich sind kommunale EntscheidungsträgerInnen ihrerseits tatsächlich auch näher am Bürger. Und deswegen funktioniert hier diese gemeinsame Zielgruppenorientierung oder also Bürgerorientierung zwischen Startups und Verwaltung gut. Und hier habe ich zwei Beispiele einfach mal aufgeführt. Das Thema städtischer Verkehr ist eines, was jeden Stadtbewohner umtreibt, ganz klar. Und zahlreiche Kommunen haben sich hierzu mit Startups zusammengetan, um neue Angebote zu schaffen, die den städtischen Verkehr entlasten können. Und beispielhaft ist hier aufgeführt die Kooperation der Stadt Düsseldorf mit dem Berliner Startup Eddy, die seit einigen Jahren gemeinsam den Eddy-Roller durch Düsseldorf fahren lassen. Ein ganz anderes Beispiel und vermutlich weniger bekannt über NRW hinaus ist die Kooperation des Gelsenkirchener Cybersecurity Startups Sciences, die in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen eine Bürger-ID entwickelt haben. Das war ein Pilot in Gelsenkirchen und wurde dann auf andere Städte, unter anderem Aachen, innerhalb von NRW ausgerollt. Hierbei geht es um ein Verfahren zur passwortlosen Authentifizierung, also ein besonders einfacher, hürdenloser Zugang zu unterschiedlichen Dienstleistungen innerhalb der Stadt. Wir gucken noch mal weiter nach weiteren Beispielen. Bitte einmal Klick. Und zwar haben wir das greifbare Themen genannt, tatsächlich auch häufig im kommunalen Bereich, aber vor allen Dingen hier sozusagen der Fokus wieder auf dem, was unmittelbar erfahrbar und sichtbar ist. Vieles findet sich in diesem Bereich, im Bereich Smart City, genau, klar, also Verbesserung der Ökologie in der Stadt. Ein Beispiel hier ist das Startup Clever City, was in Kooperation mit der Stadt Köln
die Parkplatzsuche vereinfacht und somit die städtische Luft verbessert, dadurch, dass der Autofahrer schnell zu einem freien Parkplatz gelotst wird. Ein ganz anderes Beispiel wieder ist das Thema Bürgerbeteiligung. Da bietet das Startup Insights eine smarte Lösung an, die den Bürgern auf der einen Seite den Zugang zu der Bürgerbeteiligung erleichtert und die Auswertung für die Stadt erleichtert und auch noch sozusagen smart gestaltet, also eine direkt eine Auswertung der Ergebnisse anbietet. Gerade diese smarte Lösung zu datenbasierter Planung ist ein großes Thema im städtischen oder kommunalen Bereich. Und hier bieten zahlreiche Startups Lösungen an. Ich denke, auf unserem Panel sitzt Svenja Stäbler von Politea. Die kann hier sicherlich noch etwas aus der Praxis berichten. Ich habe ein ganz anderes Beispiel noch mitgebracht, nämlich das Startup Biolytics. Ist jetzt hier nicht aufgeführt. Die erfassen Straßenschäden, also haben eine KI entwickelt zur Erfassung von Straßenschäden, die damit sozusagen die Planung der Stadt für die Sanierung der Straßen unterstützt und vereinfacht. Genau, also auf kommunaler Ebene bei greifbaren Themen und bei allem, was die Smarte City betrifft, finden sich also zahlreiche Beispiele und noch viele, vermutlich viele weitere Anknüpfungspunkte. Gucken wir noch bitte einmal weiter. Und zwar ein weiterer Angreifpunkt ist dort, wo der Innovationsdruck besonders hoch ist. Ganz klar, einerseits trifft es eine Kernkompetenz von Startups, also sie schnelle Lösungen entwickeln. Und die Corona-Krise hat uns natürlich gerade allen gezeigt, dass es irgendwie das zum einen der Innovationsdruck erhöht werden kann und das vor allen Dingen auch in Bereichen, wo das öffentliche Augenmerk zuvor gar nicht drauf lag. Zwei Beispiele, die sicherlich weitläufig bekannt sind. Die Luca-App, die die Zettelwirtschaft in der Kontaktdatenverfolgung ablöst. Und hier an der Stelle ist vielleicht erwähnt, dass es ganz interessant ist, dass es natürlich, wie bei allen Themen der Digitalisierung, immer auch das Thema Sicherheitsbedenken ein großes war oder auch immer noch ist. Und hier aber sozusagen die Verhältnismäßigkeit weniger stark gewichtet war aufgrund des hohen Innovationsdrucks. Das zweite Beispiel hier ist digitales Lernen, ein ganz großes innerhalb des letzten Jahres für die allermeisten oder zumindest für die allermeisten Familien. Und hier gibt es zahlreiche Beispiele. Wir haben als Gobies rausgesucht. Das ist ein Kölner Startup und die kooperieren, also die bieten eine digitale Lernplattform und kooperieren mit zahlreichen Schulen in ganz Deutschland. Noch einmal weiter, bitte. Einen Business-to-Government-Zugang, Business-to-Government-Kooperationen bieten einen guten Zugang für Startups. Hier ist ein gutes Beispiel der digitale Impfpass, der unser aller Leben jetzt in unmittelbarer Zukunft wahrscheinlich mit bestimmen wird. Das Startup YouBirch hat hier eine in Kooperation mit IBM eine sichere und vor allem fälschungssichere Möglichkeit der Verwaltung sensibler Daten angeboten durch die Blockchain-Technologie. Und noch ein weiteres Beispiel ist wieder eigentlich aus dem Smart City-Bereich, aber hier eben Augenmerk auf die Kooperation mit Microsoft, der Firma der Startups Breeze, die so sonst diese städtische Luftqualität in Hamburg nicht hätten erheben können, ohne diese Kooperation mit einem größeren Unternehmen. Also an der Stelle nochmal, der Zugang ist vereinfacht über etablierte Unternehmen. Für die ist es ja in der Regel gar nicht so unüblich, mit Startups zu kooperieren, da diese spezifische Lösungen anbieten. Und darüber hinaus bieten etablierte Unternehmen, schließen sie sozusagen auch ein Stück weit die Lücke zwischen diesen Hemmnisfaktoren, die wir vorhin aufgeworfen haben, und vor allen Dingen auch so eine kulturelle Lücke zwischen Startups und öffentlicher Verwaltung. Und damit bitte noch einmal Klick, möchte ich auch schon fast zum Ende kommen. Wir konnten also zahlreiche positive Beispiele finden und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und können also festhalten, die Zusammenarbeit hat definitives Potenzial, zu einer wunderbaren Freundschaft heranzureifen. Startups können die öffentliche Verwaltung beim Anpacken ihrer Herausforderungen unterstützen, insbesondere auf kommunaler Ebene, bei hohem Innovationsdruck und bei greifbaren Themen. Partnering-Modelle und auch Pilotprojekte und Förderprogramme, darauf konnte ich jetzt gar nicht so eingehen, bieten einen erfolgversprechenden Zugang zur Zusammenarbeit und bieten somit das Potenzial, innovative Lösungen in die Verwaltungslandschaft einzubringen. An dieser Stelle tatsächlich noch eine Frage vorweg in die Runde. Erschöpft sich die Zusammenarbeit hier bei den Beispielen, die wir jetzt identifizieren konnten, und macht eine Zusammenarbeit zwischen Startups und Verwaltung überhaupt an allen Stellen Sinn? Das würde mich interessieren, was das Panel dazu zu sagen hat.
In jedem Fall, und das ist sozusagen dieser dritte Punkt auf der rechten Seite mit den Füßchen, sollte das gegenseitige Wissen über Kultur und Strukturen ausgebaut werden. Häufig fehlt VerwaltungsmitarbeiterInnen das Verständnis für die Funktionsprinzipien, die Methoden und die Kultur des Startup-Ökosystems und den Startup-Unternehmen sind die Anforderungen und Prinzipien der Verwaltung nicht immer geläufig. Es müssen sich also beide Seiten flexibel und lernbereit zeigen, um aufeinander zuzugehen. Und damit ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die folgende Diskussionsrunde und gebe zurück ins Studio zu Clemens. Danke, liebe Julia. Ganz wunderbarer Einführungsvortrag. Vor allem die vielen Beispiele, was Startups schon auf kommunaler Ebene mit Städten und Kommunen tun können. Das hat mich sehr inspiriert. Ich hoffe auch Sie, liebe Zuschauer, ich hatte es anfangs genannt, ihr könnt mit unseren Experten, auch mit den Panelisten interagieren. Ihr könnt eure Fragen einblenden lassen. Und ich habe auch die ersten Fragen. Die erste Frage geht nochmal an Julia, bevor ich dich gleich offiziell verabschiede. Dürfen die Zuschauer auch eure Präsentation bekommen? Ich gehe davon aus, da sie jetzt auch gerade öffentlich gezeigt worden ist, könnt ihr die sicherlich auch zur Verfügung stellen. Wir machen da gerne den Kontakt der anfragenden Zuschauer mit euch. Ja, zweite Frage war, wie man mit dem Herrn Minister in Kontakt kommt. Da möchte ich auf die Webseite des NRW-Wirtschaftsministeriums verweisen. Da sind auch die Kontaktdaten von Herrn Minister angeführt und wie man mit dem Büro des Ministers in Kontakt kommt. Dann gab es den Impuls aus den Zuschauern, man müsste doch bei Ausschreibungen auch die Innovationschance berücksichtigen, die Startups mitbringen, neben den harten Kriterien, Referenzen und ähnlichen Dingen. Das nehmen wir gleich nochmal in die Diskussion auf. Liebe Julia, jetzt warst du gerade schon wieder weg, aber ich möchte es nicht versäumen, mich ganz offiziell von dir zu verabschieden. Vielen Dank. Du verlässt uns an dieser Stelle. Wir werden gleich deinen Kollegen in der Panel-Diskussion wiedersehen. Alles Gute für dich und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zum dritten Teil unserer heutigen Veranstaltung, zu der Expertendiskussion mit den Vertretern aus dem öffentlichen Verwaltungssektor, mit Experten und der Start-up-Szene im Bereich GovTech. Wir werden jetzt nochmal diskutieren, was wir gerade gehört und schon gelernt haben. Was sind die Chancen, die sich mit Startups bieten für die Digitalisierung der Verwaltung? Was sind aber auch die Hürden? Was sind Best Practices? Was sind Erfolgsfaktoren, um gemeinsam neue Wege jetzt mit unseren Panelists zu erkunden, die Digitalisierung noch mehr anzutreiben in den Behörden? Unsere Diskutanten heute sind zum einen Professor Dr. Andreas Meyer-Falke. Er ist CIO, Chief Information Officer des Landes NRW. Dann haben wir Alexander Smoljanitski. Er ist CDO, Chief Digital Officer der Landeshauptstadt Düsseldorf. Dann haben wir Svenja Stäbler von dem Startup Politea. Dann haben wir Jan-Lars Bay von Cassini Consulting AG und Nils Hoffmann von Public.io. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Panelists. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Bitte stellt euch den Zuschauern noch einmal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht, bevor wir dann in unsere Diskussion einsteigen. Und ich sage jetzt an der Stelle Ladies first. Svenja, wenn du beginnen magst. Hallo von meiner Seite, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Svenja Stäbler, ich bin Key Account Managerin beim GovTech-Startup Politea. Uns gibt es mittlerweile seit circa 3 Jahren und wir sitzen in Berlin. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die öffentliche Verwaltung dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen auf Grundlage von Daten zu treffen. Und dafür haben wir eine Datenplattform gebaut, die Daten aus unterschiedlichen Fachverfahren und Systemen zusammenführt, aggregiert und für die Entscheider und Entscheiderinnen der Verwaltung intuitiv und tagesaktuell aufbereitet und visualisiert. Das machen wir im Moment auf Landes-, Bundes- und kommunaler Ebene und über die unterschiedlichen Leistungsbereiche der öffentlichen Verwaltung hinweg. Ich freue mich auf das Gespräch. Danke, Svenja. Ja, auch hier Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts, auch für die Verwaltungen. Wir machen weiter mit Lars von Cassini Consulting. Lars, herzlich willkommen. Lars, wir können dich nicht hören. Ich kann dich nicht hören. Dachte, ich wäre automatisch hier wieder freigeschaltet worden.
bin ich doch in die klassische Falle des You are on mute gelaufen. Gut, dann beginne ich nochmal. Mein Name ist, wie gesagt, Jan Lasbay. Ich bin Partner bei der Cassini Consulting und verantworte den Geschäftsbereich Public Sector. Ich darf rund 20 Jahre jetzt die Verwaltung schon dabei unterstützen, sich zu digitalisieren. In den ersten Jahren stärker als Entwickler gearbeitet und jetzt seit vielen Jahren als Berater. Und Herr Pinkwart hat es ja schon eindrucksvoll gesagt. Ich finde auch, dass viel in Bewegung geraten ist, insbesondere auch durch das Online-Zugangsgesetz. Aber ich denke, frische neue Impulse zur Innovation, Kundenzentrierung, produktbasierter Entwicklung und Organisationsformen können wir immer noch gebrauchen. Und ich denke, dass Startups hier eine sehr wichtige Rolle spielen können und aus meiner Sicht auch müssen. Und da freue ich mich auch schon auf den Austausch. Und ein zweites Thema, was mich sehr bewegt, ich bin ja auch Beschaffungsstratege, durfte viele Verfahren auch in der öffentlichen Verwaltung begleiten. Und vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, mit dem ein oder anderen Vergabemythos heute ein bisschen aufzuräumen und auch aufzuzeigen, dass hier doch vieles möglich ist. Es ist ja eben schon durch die Zuschauer angesprochen worden. Ja, kann man da nicht mehr über Innovation nachdenken? Und ja, auch da freue ich mich auf den Diskurs. Lars, vielen Dank. Wir freuen uns vor allen Dingen auf deine Expertise, was Vergabepraxis angeht. Wir machen Nils von Public.io. Nils, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich auch über das Thema, was Lars gerade vorgeschlagen hat. Also sehr gerne. Da glaube ich nämlich auch, dass da einige Mythen im Raum stehen. Mein Name ist Nils Hoffmann. Ich arbeite bei Public Deutschland. Ich leite bei uns im Programmbereich. Das heißt, wir haben ein Accelerator-Programm, wo wir Startups eben speziell dabei helfen, mit dem öffentlichen Sektor zusammenzuarbeiten und betreue aber auch darüber hinaus alle Projekte und Geschäftsfelder, die wir haben, die direkt mit der Verwaltung interagieren. Und genau, freue mich heute hier zu sein und freue mich auf den Austausch. Danke, Nils. Ja, kommen wir zu Alex, Stadt Düsseldorf, Chief Digital Officer. Alex, was ist das? Was machst du? Hi, erstmal danke für die Einladung. Ich bin nicht alleine, mein Team und ich, wir entwickeln stadtübergreifende Strategien und geben natürlich auch dann Impulse in die einzelnen Fachbereiche. Gerade sind unsere Schwerpunkte vor allem, dass wir schauen, dass wir tatsächlich einige Basistechnologien jetzt nochmal wirklich nachhaltig an den Start bringen, damit die Verwaltung vernünftig läuft in gewissen Bereichen. Das ganze Infrastrukturthema, das bedeutet Netzausbau, ist etwas, was auch noch bei uns im Team behandelt wird. Und wir sind gerade dabei, das, was man hier im Panel wahrscheinlich unter Laboren und Experimentierräumen mit den einzelnen Fachbereichen zu entwickeln, da sind wir auch gerade dabei. Und ich glaube, dass das so die Bereiche sind, die wir momentan abdecken in der Stadt. Danke, Alex. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Mann, wo alle Fäden zusammenlaufen, was die Digitalisierung auf Landesebene betrifft. Herr Professor Dr. Meyer-Falke, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße Sie in unserer Runde. Was genau macht ein Chief Innovation Officer für das ganze Land? Sie sind, glaube ich, auch noch auf Mute. Wir haben große technische Probleme, aber hören Sie mich jetzt besser? Nein, auch nicht? Doch, wunderbar. Ja, wir haben die ganze Zeit technische Probleme. Die iPads und iPhones in diesem Raum, die hängen sich gerade gegenseitig auf. Also da sehen Sie einer Schwerpunkte, um die ich mich damit kümmern darf. Wie ist das eigentlich alles miteinander kompatibel? Aber ich würde gerne noch mal einmal Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf, sagen, lieber Gada, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, liebe Mitpanelisten, eine kleine Korrektur. Ich wäre zwar gerne der Chief Innovation Officer, aber ich bin der Chief Information Officer. Und mein Beamtentitel, der lautet tatsächlich Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik. Und da kann ich immer ganz kokett sagen, 95% meiner Tätigkeit bestehen nicht in Technik. 5% ist meine eigene Technik, die ich dann versuche, irgendwie auch immer zu nutzen. Ist immer noch nicht die Antwort auf Ihre Frage, was macht der CIO des Landes Nordrhein-Westfalen? Ich bin ja nicht nur für die Digitalisierung der Landesverwaltung zuständig, sondern dafür, dass die Digitalisierung der in den Strängen zwischen Bund, allen Ländern und den Kommunen ehrlich mal so funktioniert, wie unsere Bürgerinnen und Bürger sich das vorstellen. Also das ist doch nochmal deutlich mehr. Die Landesverwaltung selber würde auch schon reichen,
die Landesverwaltung selber sind irgendwie 450.000 Beschäftigte, davon sind so 150.000 im engeren Verwaltungsbereich, aber die Bürgerinnen und Bürger haben, glaube ich, den Anspruch, oder nicht nur glaube ich, weiß ich, haben den Anspruch, das läuft bei euch demnächst in der Verwaltung, so wie bei Amazon. Ihr bestellt wie auch immer ein Buch und dann bezahle ich das und bei Amazon dauert das einen Tag und bei uns in der Verwaltung ist eigentlich der Bescheid sofort wieder da. Da brauche ich ganz viele Dinge, da kommen wir bestimmt nachher noch drauf, wo auch ganz viele Ansatzpunkte für Startups sind, aber das gangbar zu machen ist deswegen nicht ganz so einfach, weil wir gleichzeitig mit diesem Ansatz auch versuchen wollen, die Verwaltungsstrukturen, sagen wir mal, noch nicht zu revolutionieren, aber zu reformieren. Denn dem Bürger, der Bürgerin ist das, glaube ich, wirklich egal, ob es eine Bundesleistung wie BAföG oder was auch immer ist, eine Landesleistung oder eine kommunale Leistung wie Bewohnerparkausweis. Der Bürger, die Bürgerin möchten, die Wirtschaftsunternehmen möchten natürlich einen einzigen Zugang haben und das möglichst 24-hour und über diesen Zugang dann alle seine Leistungen, ihre Leistungen abrufen können. Das ist die große Herausforderung für uns alle. Da nicht nur für NRW, für uns alle, auch für Herrn Smoljanicki, aber selbstverständlich auch für die Firmen. Und ja, der versuche ich mich erfolgreich oder auch nicht zu stellen. Herr Falke, vielen Dank. Zuerst einmal Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Information und Innovation so eng beieinander liegen. Erste Frage an Sie im Anschluss an Ihre kurze Vorstellung. Das ist ja ein Projekt, eine Aufgabe für locker ein ganzes Jahrzehnt, die Digitalisierung der Verwaltung auf Landesebene und der Behörden. Was sind denn aktuell Ihre größten Herausforderungen? Naja, wir haben ja vorhin schon mal gehört von Herrn Bell, er berät die Verwaltungen schon seit 20 Jahren. Also daran sieht man, das ist nicht nur für die nächsten 10 Jahre. Die Digitalisierung wird ja wahrscheinlich nicht enden, es sei denn, wir haben die nächste industrielle Revolution sozusagen und irgendein neuer kluger Mensch, und das meine ich jetzt sehr positiv, wird irgendwas erfinden, was die Digitalisierung wieder toppt. Dann werden wir uns halt den neuen Herausforderungen stellen müssen. Aber was will ich damit sagen? Wir werden nie den Endpunkt erreichen, wo wir sagen können, so, jetzt kann der Malfake aus dem Zimmer gehen, die Tür hinter sich abschließen, es ist alles digital. Sondern ganz im Gegenteil, je mehr wir digitalisieren, umso mehr werden die Anforderungen an uns steigen. Und das ist auch gut. Das ist ja gerade das, was A, für uns den Spaß ausmacht und B, natürlich auch den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den unterschiedlichen IT-Firmen, in den Startups, wo auch immer die Möglichkeit gibt, immer wieder daran mitzuarbeiten, dass sich das fortentwickelt. Was sind die größten Herausforderungen? Ich versuche so zu sagen, Herr Geider, mich hat neulich der Bundeswirtschaftsminister ein bisschen geärgert, als er gesagt hat, wenn ihr das mit der Digitalisierung nicht gebacken kriegt, und ich meine, dass wir uns dann angesprochen fühlen, das liegt ja auf der Hand, zumindest fühlen wir uns ja für die Steuerung auch verantwortlich. Wenn ihr das nicht gebacken kriegt, dann fliege ich mal 3 Startups aus den baltischen Ländern ein und dann wird das klappen. Um das mal pointiert zu sagen, wir haben in Deutschland kein Digitalisierungsproblem. Wir haben kein Problem von Nullen und Einsen, um das mal so zu sagen. Wir haben hochmögende Firmen, große Firmen, kleine Firmen, Start-up-Firmen, Multis, vollkommen egal. In staatlicher Hand, in Landeshand, in kommunaler Hand, die können alle digitalisieren. Was wir haben, ist, und das ist die größte Herausforderung, eine in 75 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg gewachsene Verwaltungsstruktur, die sich im Föderalismus zwischen Bund und Ländern aufteilt, die sich innerhalb der Länder mit einer ganz großen Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, der ausgeprägtesten kommunalen Selbstverwaltung, die es in den Bundesländern gibt, und innerhalb der Landesregierung, will ich auch nicht verschweigen, gilt in der Bundesregierung auch, mit ausgeprägt selbstbewussten Ressorts umgehen müssen. Wer aufmerksam die Presse in den letzten Tagen gelesen hat, der hat gesehen, dass der Landesrechnungshof irgendwie mal so einen netten Satz über mich geschrieben hat. Den kann ich nur unterschreiben. Dem CIO fehlt die Durchsetzungsmacht. Ob ich die will, ist eine ganz andere Frage. Aber der strukturelle Aufbau der Bundesrepublik Deutschland, der sich eben sehr in Silos und in unterschiedlichen Zuständigkeiten gliedert und Digitalisierung, die quer zu allem liegt, die eigentlich ja dadurch lebt, dass sie alles miteinander verbindet und nicht trennt, das ist die größte Herausforderung. Das jetzt auf sozialverträgliche Art miteinander, möglichst im Konsens, dank der Digitalisierung auch zu verändern.
Herr Mayer-Falke, das war sicher schon mal ein ganz zentraler Punkt vorneweg. Der Herr Minister Pinkwart hat das ja auch ganz kurz anklingen lassen. Das, was analog extrem komplex und auch nicht optimal strukturiert und organisiert ist, lässt sich dann auch nicht einfach eins zu eins im Digitalen besser machen, sondern da wird es dann meistens noch schwieriger und bis dass es eben gar nicht mehr funktioniert. Ich gehe mal von der Landesebene auf die städtische Ebene. Alex, was du bisher gehört hast, kannst du das so bestätigen? Und vor allen Dingen, habt ihr schon wunderbare Freundschaften mit Startups geschlossen? Ich glaube, ja, zu allem ein Haken dran. Ich glaube, was der Professor gerade erzählt hatte, kann man ja wiederum auf die kommunale Ebene nochmal runterbrechen. Genau das, was das Problem auf Ministerebene sozusagen ist, ist das Gleiche hier. Wir haben am Ende des Tages ist eine Stadt, auch wenn wir jeder von uns als Bürger, Bürgerin sich sowas anguckt, dann denkt man irgendwie, es ist die Stadt, aber es sind am Ende des Tages irgendwie, zum Beispiel in Düsseldorf sind es, glaube ich, wir sind 44 am Ende des Tages selbst agierende Unternehmen, die irgendwie teilweise eine eigene Agenda haben, ab und zu mal eine eigene Infrastruktur, natürlich dann auch eigene Ziele haben. Und jetzt ist halt die Frage dessen zu gucken, wie kriegt man es hin, dass man tatsächlich über die Grenzen von diesen Silos, die ja zwar kommunal so nah ineinander wirken, aber dann tatsächlich irgendwie meilenweit voneinander entfernt sind. Der Professor Mayer-Falke kennt das noch aus seiner Zeit natürlich in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wir haben, wenn man möchte zum Beispiel, wenn man die Frage stellt, wie viele Bäume haben wir in der Stadt, dann würde man sagen, irgendwie das ist etwas, was irgendwie das Gartenamt bestimmt sehr leicht beantworten könnte, weil die sind ja dafür verantwortlich. Falsch gedacht, es gibt noch weitere Ämter, die natürlich selber auch Flächen besitzen, die auch Bäume haben. Dementsprechend hat natürlich das Sportamt ein eigenes Baumkataster. Die Liegenschaften bei uns haben auch ein Kataster, das Umweltamt hat ein Kataster, das Gartenamt hat ein Kataster. Und solche Themen, das sind die dann am Ende des Tages eigentlich auch das vermeintliche Problem vielleicht auch irgendwie in einer gewissen Form darstellen. Weil ich glaube, es ist zu einfach gesagt, dass wenn wir jetzt irgendwie ein Formular oder so online haben, dass das damit irgendwie digitalisiert ist. Das ist der allererste Schritt. Sozusagen, das ist zwar der sichtbarste für den Bürger, für die Bürgerin, aber es ist was anderes. Es geht dann darum, dass der Prozess natürlich vom Ablauf geändert werden muss. Es sind teilweise Gesetze, die geändert werden müssen. Ein Backoffice, welches etabliert werden muss. Und ich glaube, dass man ab und zu mal, das ist zumindest so mein Eindruck, sich so ein Thema einfach ab und zu sehr einfach darstellt. Aber ich glaube, und das ist etwas, was ich hoffe, dass wir in der Diskussion jetzt noch haben werden, ist, dass das Verwaltungsdigitalisierung ist nicht nur das Thema rund um die Prozesse und die Verwaltungsthemen. Das sind vielleicht irgendwie im Gegenteil so ein Punkt, bei dem vielleicht irgendwie mit Startups man schwieriger aneinander oder zusammenkommt. Es gibt so viele andere Themenbereiche innerhalb von einer Stadt, die voll spannend sind und wo wir auch zusammenarbeiten. Von der Tatsache, dass man zum Beispiel jetzt einfach sich demnächst auch wieder hoffentlich vermehrt mit Freunden einfach treffen kann und einen Sportplatz nutzen kann einfach, der irgendwie kommunal ist, aber den man einfach so sozusagen für sich einfach mal irgendwie als Ort taggen kann und buchen kann. Wir sind gerade dabei, auch im Bildungs- und Kulturbereich solche Themen aufzusetzen. Und ich glaube, das sind viel eher die Punkte, an denen man tatsächlich irgendwie auch einfach diese neuen Impulse sehen kann. Und ein letzter Hinweis. Was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Startups nicht nur im Technikbereich mit einer Stadt zusammen agieren sollen und können. Es gibt so viele Ideen, die nicht irgendwie eine App oder ein Dashboard oder irgendwas sind, sondern tatsächlich irgendwo, wo Denkleistung dahinter steckt, wo auch wirklich Innovation einfach auch als Prozess mitgedacht werden kann. Und das sind auch Sachen, die wir auch auf jeden Fall mit in diesen B2G-Bereich auf jeden Fall auch sehen sollten. So, ich höre auf. Ja, danke Alex, das war ein sehr guter Einblick hinter die Welt der Formulare, das, was der Bürger eigentlich sieht, also sehr, sehr komplex. Du hast ein schönes Beispiel mit den Bäumen gemacht, wir wollen ja heute auch konkret diskutieren und das ist eine wunderbare Überleitung zu Svenja von Politea. Svenja, ihr seid ja ein Data Mining Startup, habt ihr auch schon mal Bäume gezählt für Städte und verschiedene Datensilos zusammengebracht oder was sind exemplarische Projekte bei euch? Bäume gezählt tatsächlich noch nicht, aber genau, unser Produkt funktioniert ja so, dass wir eine Plattform haben, die unterschiedlichen Leistungsbereiche der Verwaltung abdeckt. Wir haben in der Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene begonnen und da arbeiten wir zum Beispiel mit der Stadt Pattensen zusammen und unterstützen sie bei der Kita-Bedarfsplanung oder die Stadt Goslar bei der Personalsteuerung.
Ein Projekt, was ich gerne besonders hervorheben würde, ist unsere Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Wir arbeiten mittlerweile auch auf Landesebene mit den Ministerien zusammen. Und hier haben wir eine Lösung entwickelt, die das Ministerium dabei unterstützt, das Infektionsgeschehen an Schulen nachzuvollziehen, an Basis von Daten. Und hier war eben die Frage, die das Ministerium hatte, an welchen Schulen gibt es vielleicht Corona-Hotspots? Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen an Schulen? Gibt es Schulen, an denen viel Unterricht ausfallen muss, weil zum Beispiel viele Lehrer sich in Quarantäne befunden haben? Und das hat das Ministerium zu Anfang alles analog gemacht, manuell, nicht analog, über E-Mail und in Tabellen nachgehalten. Mit der zweiten Welle der Corona-Krise wurde dann aber klar, dass das manuell nicht mehr machbar ist und ein automatisierter Prozess her muss. Und wir haben dann zusammen mit dem Ministerium eine Ende-zu-Ende-Lösung entwickelt, in der in den über 900 Schulstandorten in Schleswig-Holstein Daten erhoben werden über eine intuitive Dateneingabemaske an den Schulen und das dann eben aufbereitet wird und dargestellt wird für das Ministerium und mittlerweile auch in einer öffentlichen Plattform. Und das haben wir dann auch iterativ mit dem Ministerium weiterentwickelt. Als zum Beispiel das Thema Testung aufkam, haben wir das in kürzester Zeit noch hinzugefügt, weil das Ministerium natürlich Informationen darüber haben musste, wie sich die Testungen an den Schulen entwickeln. Gibt es da besonders viele positive Fälle an besonderen Schulen? Das nur mal als Beispiel, was für Kooperationsmöglichkeiten da sind und wie schnell das auch teilweise gehen kann. Danke, Svenja. Ja, das sind ja einige Erfolgsgeschichten. Ich komme da später nochmal drauf zurück, wie ihr es geschafft habt, diese zum Beispiel Datensilo-Problematik zu knacken und da verschiedene Einheiten in eine Plattform zusammenzubringen. Jetzt machen wir mal weiter mit Nils. Nils, Public.io, ihr habt auch Projekte vermittelt zwischen Startups und Behörden. Was sind denn eure Erfolgsgeschichten? Unter anderem Politär. Ich meine, Politär war ja eins der ersten Startups, das bei uns im Accelerator-Programm war. Von daher freue ich mich, das immer wieder zu hören, auch wie es da weitergeht und was für große Erfolge die haben. Ein anderes sehr, sehr gutes Startup und Projekt, was wir begleitet haben in der Vergangenheit, ist das Startup Element. Die bauen eine Messenger-Technologie auf Open-Source-Basis, dezentral. Und das passt gerade so gut in die Bedürfnisse und Bedarfe der Verwaltung, dass das in Deutschland extrem gut ankommt. Haben inzwischen über 700.000 Lizenzen und User, die jetzt sozusagen über die nächsten Monate, Jahre hinzukommen werden und unter anderem in der Bundeswehr zum Beispiel. Also der BW Messenger, so heißt das Projekt, das basiert eben auf Element-Technologie. Und genau, da hat sich in den letzten anderthalb Jahren gut sehr, sehr viel bewegt und das hat sich wirklich super entwickelt. Und eben da sieht man auch, wo ich sozusagen auch den Initialvortrag ein bisschen einschränken würde, da sieht man auch, da können auch das große Rad gedreht werden. Ja, also es sind nicht immer nur die kleinen Projekte, wenn Startups wirklich, wie das so schön heißt in der Szene, den Product-Market-Fit mit der Verwaltung finden und auch wirklich die Bedürfnisse sehr gut erfüllen können, die da sind, dann sind da eben auch immense Wachstumschancen und ein großer Markt da, um da erfolgreich zu sein und auf der anderen Seite der Verwaltung eben auch wirklich taugliche, gute Technologie in die Hand zu geben und sie wirklich zum Anwender dazu machen und sie einen Schritt weiterzubringen. Danke, Nils. Ja, also auch sehr, sehr große Chancen für Startups, trotz aller vielleicht Herausforderungen und Hürden, die wir noch besprechen in der Verwaltung. Aber die Chancen sind da. Und als wir mit den Kollegen von Cassini die Veranstaltung heute vorbereitet haben, kam auch die Frage auf, und die stelle ich natürlich jetzt zuerst mal dem Lars: Wie viel GovTech-Startups gibt es überhaupt in Deutschland und NRW? Von wie viel reden wir eigentlich? Und wo liegen eigentlich deren Schwerpunkte? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allem, wo fängt man eigentlich an zu zählen? Ja, also wie definiert man ein GovTech-Startup? Was ist ein Startup? Und da haben sich die Kollegen von GovMind auch im Rahmen der Veranstaltung vor letzter Woche einige Gedanken gemacht, nur Studie veröffentlicht. Und daraus würde ich ganz gerne ein wenig zitieren. Die sind hingegangen und für sich erstmal die Definition aufgesetzt, dass sie sagen, also GovTech und Startup ist klar, ist ein Startup, was eine Lösung hat, die in den öffentlichen Raum oder in der öffentlichen Verwaltung Anwendung finden kann. Und das sozusagen nicht später als das Jahr 2000 gegründet wurde.
Das sind so die zwei wesentlichen Aspekte. Und Sie sagen halt, das Produkt muss schon eine Reife haben, dass es auch in die Anwendung gebracht werden kann. Also wenn ich eine Idee habe und Geld gesammelt habe und in der Produktentwicklung mich befinde, dann zähle ich laut GapMind noch nicht dazu. Wenn man dieses Kriterium anlegt, kommen die Kollegen im Juni diesen Jahres so auf roundabout 300 GovTech-Startups. Jetzt habe ich zwar gesagt, okay, 2000 ist eine lange Zeit, 21 Jahre, gilt man mit 20 Jahren noch als Startup, kann man sicherlich auch sehr lange diskutieren. Aber wenn man sich dann die Verteilung anschaut, wann sind die eigentlich entstanden? Sind sie in den letzten Jahren entstanden, in den letzten 3, 4, 5 Jahren? Da war ein richtiger Schub zu sehen. Und um die Zahl vielleicht mal so richtig einordnen zu können, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Startups haben wir denn so in Summe in Deutschland? Ja, so, und da kann man dann sich wieder an den Startup-Monitor orientieren, der das vielleicht anders definiert. Der hat auch wieder den Innovationsgedanken, selbstverständlich. Das heißt, ein Startup hat eine innovative Geschäftsidee, in der Regel ein Produkt. Und das darf da aber wiederum nicht älter als 10 Jahre sein. Wenn man diese Kriterien anlegt, kommt man so auf knapp 2000 Startups in Deutschland. Und ich finde, das ist schon ein ganz ordentliches Verhältnis. 300 GovTech-Startups von 2000, finde ich, relativ umfassend. Jetzt haben wir noch kurz den Schleier gelüftet. Wie viel sind denn davon in Nordrhein-Westfalen angesiedelt? Das sind so rund 20%. Also man sagt, so 54 GovTech-Startups sind in Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Damit gehört Nordrhein-Westfalen ganz klar auch zu den drei Hotspots neben, also München, Bayern und natürlich Berlin, die auch ehrlicherweise relativ weit vorne liegen. Und man zählt ja jetzt nicht jeden Tag GovTech-Startups, ja. Und als ich dann so die Zahl 300 gesehen habe, war ich doch ehrlicherweise überrascht, weil ich finde das schon eine recht ordentliche Zahl und bin ja nun auch viel in der Verwaltung unterwegs. Und also ich habe nicht das Gefühl, dass da so viele Startups schon unterwegs sind. Ja, also dass man, wenn man in die Systeme reingeht, in das System öffentliche Verwaltung, begegnet man heutzutage noch sehr wenigen Startups. Und wenn man mal jetzt außerhalb der Initiativen, es gibt eine Menge Initiativen, wo eine Menge passiert, aber wenn man mal direkt richtig in das System öffentliche Verwaltung reinschaut, dann sieht man dort relativ wenige Startups. Und das ist auch nochmal untermauert worden mit einer weiteren Zahl, die im Startup Monitor war, dass gerade mal, wenn man jetzt den Umsatz der Startups in Deutschland betrachtet, 4,7% im öffentlichen Sektor generiert werden. Ne? Also deutlich weniger als es Startups gibt. Das ist sozusagen mal so die Rundumschau, die wir da haben. Also ich glaube, wir haben, der Professor Dr. Meyer-Falk hat es auch schon gesagt, nicht so das Problem, dass wir nicht digitalisieren können. Wir haben auch nicht das Problem, dass wir gerne GovTechs haben. Aber Herr Professor Kretschmann hat ja auch gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und die große Frage ist halt, wie gelingt es uns, diese GovTech-Startups halt auch in die Fläche zu bringen, mit langfristigen Verträgen auszustatten und da in die Zusammenarbeit zu investieren, außerhalb der Hubs, der Wettbewerbe, der weiteren Initiativen, die da laufen. Und das ist die spannende Frage. Danke, Lars. Ja, das war wunderbares Licht auf die Startup-Welt geworfen, um mal zu sehen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir davon sprechen, Startups in Verwaltung zusammenzubringen. Also du hast es gesagt, das Potenzial ist überall da. Es ist das Thema Umsetzung. Wo siehst du denn die besonderen Mehrwerte der Startups für die Verwaltung? In welchen Feldern könnten die Startups denn besonders für einen Innovationsschub sorgen? Naja, ich glaube, wenn man sich die anschaut, die Verteilung der GovTech-Startups, sind die in allen Feldern unterwegs. Ne? Also das sind digitale Bürgerservices, das sind aber auch viele Prozesse innerhalb der Verwaltung. Also ich meine, Politea ist ja auch ein Beispiel, was eher nach innen wirkt und nicht an der Schnittstelle zu Bürgerinnen und Bürgern. Aber das ist natürlich auch ein großes Feld und im Bereich der Smart City-Anwendung, öffentliche Versorgungen, viel im kommunalen Bereich. Ja, da ist sozusagen viel, viel Bewegung und da verteilen sich auch die Schwerpunkte, in denen GovTech Startups aktiv sind. Ich persönlich denke, dass es dann immer sehr spannend wird, wenn es darum geht, an die Schnittstelle zwischen Kunden, weil wir haben ja schon heute auch über Kultur in der Verwaltung gesprochen und das ist ja schon mal so ein erster Aspekt, erstmal von Kunden zu sprechen. Und der zweite Schritt ist ja dann vielleicht sogar so weit zu gehen, vom Kunden her zu denken. Und das ist ja etwas, was Startups auch sehr auszeichnet. Deswegen glaube ich, können gerade da, wo Startups sozusagen vom Kunden her konzentrierte Lösungen entwickeln und das in der Regel ja auch erstmal ein Stück weit auf Eigeninitiative. Ja. Also man muss ja sehen, klassischerweise wird die Bedarfe ja in der Verwaltung so gedeckt, es ist eine Herausforderung oder es gibt ein Gesetz oder eine andere Initiative und dann wird beschafft. Und dann suche ich konkret in einem eng abgesteckten Lösungsraum einen Anbieter, der das für mich umsetzt. Und das Schöne ist ja, dass Startups anders agieren, die ja in der Regel sich Bedarfe aussuchen, weil sie das Gefühl haben oder die Idee haben, hier eine kreative Lösung zu bieten. Die sind natürlich, wenn sie ungefragt in den Markt drängen, wenn ich das so sagen darf, deutlich kreativer.
und haben meistens auch stärkere Lösungen. Und dadurch kann in Summe auch die Attraktivität der Verwaltung steigen, ne, wenn sie diese Anwendungen einsetzen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, dass wir hier an Attraktivität gewinnen. Also einmal muss die Verwaltung natürlich auch an ihrer Arbeitgeberattraktivität arbeiten. Ja, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, auch die fragen ja entsprechend innovative, moderne Anwendungen nach, aber natürlich auch Richtung Bürger und Unternehmen. Wir haben das auch von Herrn Professor Pinkwart gehört, dass wir hier irgendwie digitale Services anbieten müssen, können sie natürlich auch enorme Mehrwerte liefern. Und auch dazu beitragen, was ich sehr wichtig finde, auch wieder eine, glaube ich, schon auch eine gewisse Staatsakzeptanz, also die Attraktivität der Verwaltung erhöhen, was, glaube ich, in heutigen Zeiten auch ein wichtiger Faktor ist. Und das Schöne ist, nebenbei sehe ich natürlich noch den Mehrwert, wir haben darüber gesprochen, den Wandel mitzugestalten. Also wenn man mit Startup zusammenarbeitet, muss man sich ja ein Stück weit auf die Vorgehensweisen einlassen, ja, dass man da ein Stück weit agiler, weniger papierbasiert, vom Produkt her denkend arbeitet. Und ich glaube, das kann auch Orientierungspunkt sein, ne, für die Mitarbeitenden in der Verwaltung, weil die Erfahrung, die wir machen, ist, wenn wir so die klassischen Pfade der Digitalisierungsprojekte in der öffentlichen Verwaltung verlassen, dann stoßen wir gerne schon nochmal initial auf eine gewisse Skepsis, die ist aber sehr schnell weg, sondern und man wird sehr schnell auch ein Fan davon, genauso produktbasiert, agil, mit MVPs, kundenzentriert, frühzeitige Nutzereinbeziehung zu arbeiten, und die dienen dann auch als Multiplikatoren. So hoffe ich mir dann halt, auch wenn man stärker mit Startups allgemein zusammenarbeitet, dass dieser Kulturwandel, der viel beschworen wird, auch befeuert wird aus der Verwaltung heraus. Und vielleicht noch ein ganz kurzer weiterer Mehrwert, den ich natürlich sehe, ist auch das Thema Wirtschaftsförderung. Also wenn man sich die etablierten Player anschaut, die in der Regel die Verwaltungsdigitalisierung mitgestalten, dann ist es ja schon so, dass sie häufig nicht ihren Firmensitz in Deutschland haben. Manchmal noch nicht in Europa. Und regionale Startups sind hier verwurzelt. Und damit können wir, wenn wir mit Startups stärker zusammenarbeiten, natürlich auch den Technologiestandort fördern. Standort, ja. Danke, Lars. Ja, jetzt hast du das Thema Kultur natürlich angesprochen und die Denkweise von Startups auch in den Behörden zu adaptieren, um dann auch besser mit Startups zusammenarbeiten zu können. Herr Meyer-Falke, was muss denn die Landesregierung tun, um sich überhaupt erstmal besser auf Startup denken und dann auf Startup-Zusammenarbeit einzustellen? Also ich glaube, die Landesregierung braucht sich nicht nochmal zu überlegen, wie wichtig Startups sind für uns, für die Gesellschaft insgesamt. Die Botschaft ist angekommen. Spätestens in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, denken Sie mal einfach selber dran, die Impf-App oder die Impfnachweis-App, die Corona-Registrierungs-Apps, vorhin ist mal einer genannt worden, gibt ja noch irgendwie 38 ein paar andere, die Apps, die Impftermine, freie Impftermine vermitteln, etc. pp. Alles Ansätze, die aus der Start-up-Szene gekommen sind und ohne die das Gesamtsystem überhaupt nicht funktionieren würde. Also von daher gesehen, spätestens seitdem müsste auch jeder verstanden haben, es geht nicht ganz alleine. Und der Gedanke, und jetzt sind wir beim Kulturwandel, bei den Unterschieden zu uns. Der Gedanke der Startups immanent ist, ich habe eben, ich bin lösungsorientiert. Ich habe ein Angebot für ein Problem. Das Problem haben wir, das können wir gut. Ne? Wir können gut Probleme formulieren. Damit standen wir uns aber in der Vergangenheit auch im Weg. Also dieser Spruch von, wir haben immer 135-prozentige Lösungen, die dauern nur alle so lange, bis wir sie haben, ist es zu spät. Da ist ja was dran. Das ist ja aber kein Vorwurf an meine Kolleginnen und Kollegen oder letztendlich an mich selber, sondern so sind wir sozialisiert worden. Das ist die Vorgabe an uns. Wenn, dann muss der Staat auch wirklich 100% sicher sein, dass das, was er tut, richtig ist, rechtmäßig ist und. Daraus ist irgendwann mal Vergaberecht entstanden etc. pp. Ganz viele dieser Dinge prägen uns und die prägen Generationen von Beschäftigten auf kommunaler, Landes-, auf Bundesebene, völlig egal. Du darfst keinen Fehler machen und deswegen fängst du mal an zu überlegen, ich mache jetzt einen Plan und in jedem dieser Schritte überlege ich immer gleich mal, was könnte noch dabei sein und woran muss ich noch denken und dann prüfe ich das nochmal, dann prüfe ich das nochmal und wie gesagt nochmal, am Ende ist eine 135% sichere Lösung, die hat nur doberweise 30 Jahre länger gedauert und die Pandemie am Beispiel ist vorbei. Da kommt eine andere Denke rein, die sagt, naja, ich fange einfach mal an und bin fehlertolerant. Auch das ist bei uns Führungskräfteschulung natürlich mittlerweile dabei, aber so schnell tauschen sie natürlich auch keine ganzen Generationen im Kopf aus.
wir müssen eine andere eine Sichtweise auf Fehler haben, die gemacht werden. Da sind wir dran. Das ist, wie gesagt, nochmal kein Digitalproblem. Das ist jetzt ein Personalentwicklungsproblem, sagen Sie so. Das ist aber auch eine Frage, wie offen gehen wir eigentlich um mit unseren parlamentarischen Gremien? Was fragt die Presse eigentlich alles? Darf natürlich fragen, was sie will, aber sie merken an vielen dieser Fragen, dass auch da immer wieder so dieser Ansatz ist, ich muss da mal einen Haken finden, es muss da ein Haar in der Suppe zu finden sein, wenn ich den agilen Ansatz wähle. Ja, doof gelaufen, da sind andauernd Haare in der Suppe, die ich aber natürlich in irgendeiner Form auch immer wieder rausbekomme. Worauf will ich hinaus? Das eine ist der Mindset bei uns. Wir hatten es vorhin mal ganz kurz angesprochen. Ich muss einfach mal lernen, was ist eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung ist nicht Elektrifizierung eines Prozesses, sondern Digitalisierung ist möglicherweise was ganz Neues. Mich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Verwaltungsrevolution sozusagen. Ich muss mal hinter die Strukturen und erst wenn ich das tue, bin ich auch in der Lage, tatsächlich zu digitalisieren. Vielleicht, um dieses etwas verkopft sich Anhörende ganz deutlich zu machen. Solange wir in Deutschland noch fordern, in der Kfz-Zulassungsverordnung, dass an jedem Auto ein Nummernschild dran ist, das auf Blech gedruckt wird und da drauf kommt mit einer lösemittelhaltigen schwarzen Farbe, kommen irgendwie 3 Buchstaben und 6 Zahlen oder 4 Zahlen und 2 Plaketten hinten, eine Plakette vorne in einer bestichtigen Reihenfolge. Solange ist dieser Prozess nicht digitalisierbar, so sehr wir uns das vielleicht wünschen. Aber ich kenne keinen Drucker, der das direkt auf mein Auto druckt. Also von daher gesehen müsste man einen anderen Weg gehen, den gäbe es ja. Kraftfahrtbundesamt hat von jedem Auto irgendeine Nummer, die Motorblocknummer, gespeichert. Der Unterschied wäre dann, dass der Oberbürgermeister von Herrn Smoljanicki sagen würde, ich will aber kein oder ich will unbedingt das D auf dem Auto haben und nicht das G. Ja, dann muss er halt eine Plakette aufs Auto kleben, wo dann D draufsteht oder eben K oder was auch immer, egal. Also worauf will ich hinaus? Das setzt bei uns voraus, dass wir anfangen müssen, neu zu denken. Das tut manchmal weh, weil man sich damit von Althergebrachten verabschiedet. Das schönste Beispiel, was wir alle kennen, ist Schriftformerfordernis. Schriftformerfordernis und Digitalisierung schließt sich auch erstmal aus. Wir haben irgendwie 3.800 Gesetze und Verordnungen, in denen immer noch drin steht, der Bürger muss entweder auf Bürgerbüro oder bei uns zur Bezirksregierung oder sonst was kommen und persönlich vorsprechen. Wenn uns das gelingt, dann wäre der erste große Schritt schon getan. Das war nur intern, hat mit Ihrer Frage noch gar nichts zu tun. Und wenn es uns dann gelingt zu sagen, lass uns doch mal überlegen, wo ist denn die Stärke der Startups? Ich habe ja gerade 2, 3 Stärken versucht zu beschreiben. Und die lasse ich jetzt auch zu. Ich behaupte jetzt nicht, wie das leider immer wieder gesagt wird, das Vergaberecht steht dem entgegen. Nö, das Vergaberecht steht dem nicht entgegen. Ich muss es nur mal so formulieren oder so auslegen, dass sich auch Startups bewerben können. Also wenn ich sage, ich will junge, dynamische Unternehmen, die sich letzte Woche gegründet haben, etwas übertrieben, dann macht es keinen Sinn, wenn ich mir von den letzten 10 Jahren die Wirtschaftspläne vorlegen lasse. Nur als Beispiel. Und da muss ich dem halt vertrauen. Das geht. Wir sind gerade dabei, eine Ausschreibung eben auch nochmal vorzubereiten, einen Rahmenvertrag sozusagen, in dem wir genau diese GAFTEC-Szene erschließen wollen, indem wir sagen, wir machen einen Rahmenvertrag und guckt euch mal an, bewerbt euch und wenn wir dann Fragen haben, wo die Lösungsorientierung im Vordergrund steht, dann greifen wir auf euch zu. Das machen wir ja mit großen Firmen auch. Also die ganzen großen namhaften Firmen in Deutschland verfügen alle über Rahmenverträge mit den Verwaltungen, damit man spontaner dann auch tatsächlich im Einzelfall Aufträge vergeben kann. Auf Bund- und Länderebene läuft momentan so unter der Oberschrift GAFTEC Academy. Manche sagen auch was anderes dazu. Läuft aber genau das, was ich gerade sage. Wir müssen einmal der Beamtenschaft und natürlich den öffentlichen Angestellten auch, wir müssen einmal den öffentlich Bediensteten beibringen, wie Startups ticken und wir müssen den Startups vielleicht auch mal näher bringen, so blöd sind wir eigentlich alle gar nicht. Wir sind eigentlich eine ganz coole Truppe. Wir sind nur nochmal anders sozialisiert. Das ist aber nicht schlimm. Man kann sich zusammenraufen und dann höre ich jetzt auch wieder auf zu reden, wenn es uns gelänge, die Basis sozusagen, die Basis wir als Staat zu programmieren zu lassen. Und dann aber zu sagen, und darauf, wir legen den Quellcode auf, jetzt sind wir bei Open Source und sonst was immer. Und darauf bieten wir der Szene an, jetzt guckt doch mal, was hättet ihr denn noch für Locken, die ihr da dran programmieren könnt, damit auf unserer E-Laufmappe, keine Ahnung was, die althergebrachte Post-it-Funktion digital natürlich wieder funktionieren kann.
der momentane Weg wäre, wir schreiben aus, wir haben sonst was auch immer für ein Riesenverfahren. Vielleicht liegt die Lösung ja irgendwo in der GovTech-Startup-Szene in deren Köpfen schon bereit. Die wissen bloß nicht, dass ich das Problem habe. Also Kommunikation, zusammenfinden, das wären mit Sicherheit Mindsetting, das wären mit Sicherheit drei Ansätze, über die wir nachdenken. Und das tun wir. Ja, das ist ein sehr gewaltiger Wortbeitrag gewesen, aber sehr beeindruckend auch. Also Sie haben auf jeden Fall das richtige Mindset. Das müssen jetzt noch alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und dann in die Kommunikation mit den Startups einsteigen. Es gab eine Wortmeldung von Nils, das ist so eine Frage zu dem Nummernschild-Problem. Nils, erstmal du. Genau, ich wollte erstmal dem Professor Dr. Meyer-Falk total zustimmen. Ich glaube, das ist total richtig, dass auch die Startup-Szene sozusagen lernen muss, wie die Verwaltung tickt. Und ich glaube, die häufigste Frage, die mir gestellt wird, wenn ich mit Gründerinnen und Gründern arbeite, die fragen mich ja nie, zu wem muss ich denn da eigentlich in der Verwaltung? Was benutzen die denn da eigentlich für Systeme? Wie sieht denn das aus? Also wir würden das ja total gerne passend machen und passend bauen und wir haben auch Ideen und können da was machen, aber denen fehlt häufig die Transparenz. Und ich glaube, darum ist das, was der Professor Dr. Meyer-Falke da angesprochen hat, aber auch was Alex angesprochen hat, finde ich total gut, dass sie jetzt sagen, okay, wir arbeiten gerade erstmal an der Basis, ne? Was sind denn eigentlich die Kernkomponenten, die wir in Düsseldorf da nutzen, weil das ist nachher für die Gründerinnen und Gründer, für die innovativen Unternehmen total wichtig. Ne? Es gibt ja diesen schönen Satz, ich baue auf den Schultern eines Riesen auf, ja, genau das ist hier sozusagen dann in Deutschland heute manchmal noch ein Problem, dass nicht so ganz klar ist, welche Infrastrukturen sind da, wie verhält sich die Verwaltung zur Cloud, die für viele Gründer total wichtig ist, weil sie da entwickeln und Lösungen aufbauen. Und ich glaube, das wäre neben diesem ganzen Vergabethema, was sicher wichtig ist, aber ich glaube, da wird viel dran gearbeitet und auch die Landes-CIOs und der Bund sind da ja kräftig dran an dem Thema, ist es da, glaube ich, nochmal wichtig, einfach Strukturen sowohl auf Organisationsebene als auch auf technischer Ebene transparenter zu machen, damit ich als potenzielle Gründerin und Gründer halt eben auch weiß, mit wem spreche ich eigentlich, was brauche ich, was sind die Regeln und die Spielregeln, die die Verwaltung hat, damit ich mit ihr ins Geschäft komme. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und dahin zielte meine Frage auch ab, Nils. Wir hatten nämlich hier gerade eine Zuschauermeldung aus der Startup-Szene. Angenommen, es gibt eine bahnbrechende Idee und Lösung für das Nummernschildproblem. An wen wende ich mich da eigentlich, ohne im schlimmsten Fall bei Kaltakquise irgendeine Abmahnung mehr einzuhandeln als Startup? Wenn jetzt diese bahnbrechende Idee da ist, Alex, wer wird kontaktiert? Können die Startups dich anschreiben oder? Also das ist ja, also Startups schreiben mich täglich an. Startups rufen sehr häufig an. Ich glaube, was der Unterschied ist zwischen Startups, die einfach nur Akquise machen und denen, die tatsächlich zuhören, ist, dass das dann auch die Erfolgsrate auch eine viel höhere ist. Das war auch gerade hier irgendwie im Chat auch nochmal Thema. So etwas wie das, was auch Nils gerade erwähnt hatte. Die Tatsache, wo Daten liegen zum Beispiel, ist ein K.O.-Kriterium teilweise. Und dann kann man natürlich umso einfacher natürlich heutzutage mit einer Cloud irgendwie was aufbauen, aber es gibt gewisse Spielregeln, an die man sich halt halten muss. Und ich glaube, es ist eigentlich auch egal, über was für einen Kommunikationsweg man sich meldet, solange man halt tatsächlich in einen Austausch kommt, das ist ja das, was Julia ja auch beschrieben hat als eine Beziehung. Ich glaube, man darf nicht erwarten, dass die Verwaltung, egal auf welcher Ebene, jetzt auf einmal sich irgendwie öffnen muss gegenüber Startups oder so. Eine Verwaltung, am Ende des Tages ist es ja so ein ganz nüchterner Prozess, was irgendwie egal wie eine Vergabe aussieht oder eine Beauftragung, ist ja eigentlich egal, ob es jetzt ein Startup oder ein großes Unternehmen ist. Die Frage ist ja wiederum die, wie kriegt man tatsächlich es hin, dass auf der einen Seite man die Kompetenz hat, das Problem richtig zu äußern und auf der anderen Seite tatsächlich auch gehört wird und da auch zum Beispiel da gewisse Kriterien einfach mit eingehalten werden. Die Tatsache, ich weiß nicht, immer mehr und mehr Kommunen und auch das Land ja auch setzen zum Beispiel darauf, dass das ein Open-Source-Projekt sein muss, setzen darauf, dass gewisse Daten einfach als offene Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, setzen darauf, dass wiederum Bürgerdaten und auch Daten, die quasi von der Stadt erhoben werden, weiterhin in der Stadt bleiben als Hoheitskriterium. Das ist ja auch dann wiederum zum Beispiel so ein Entscheidungsfaktor. Ich hatte mir gerade noch mal Politär angeschaut. Das ist ja das, was zum Beispiel ja auch sofort bei euch da erwähnt wird, was gesagt wird, dass man guckt, wo werden Daten erhoben, wie wird damit gearbeitet. Und das ist sofort ein ganz anderer
Punkt. Und dann, glaube ich, ist das auch wiederum eine Hürde, die genommen wird, wenn man einfach auch ein bisschen auch zuhört. Viele große Unternehmen kennen es einfach schon, deshalb müssen die teilweise nicht zuhören. Forschung ist ja extrem dabei. Sehr viele Forschungsprojekte, Forschungsfragen, Experimentierfragen zu haben rund um Verwaltung und Digitalisierung. Und ich glaube, dass Startups, wenn die sich halt auch wirklich mit einer öffentlichen Institution einfach auseinandersetzen wollen, einfach auch da sozusagen so ein bisschen diesen Research-Faktor einfach auch nochmal betreiben müssen. Nicht nur darüber, wie man möglichst schnell irgendwie ein Produkt entwickelt, sondern wie tatsächlich die Zielgruppe dann agiert. Und dann ist, glaube ich, da irgendwie nichts dem entgegenzusprechen, dass ich weiß nicht, also ich werde irgendwie per Telefon, ich kriege fast keine Post, das war irgendwie so ein Thema, irgendwie, dass man per Post, E-Mail, Twitter, LinkedIn, wir sind alle überall unterwegs. Herr Meyer-Falke postet jeden Tag irgendwo in einem der öffentlichen Medien, man kann jeden anschreiben, ohne dass man da irgendwie abgemahnt wird. Ja. Ja, liebe Startups, liebe Gründungsinteressierte, gute Nachrichten für euch. Ihr könnt die Herrschaften alle direkt kontaktieren. Ich möchte mal weitergeben an Svenja, die ist ja gerade auch direkt angesprochen worden, unser Startup in der Runde. Wie macht ihr Vertrieb? Wie kommt ihr in die Projekte rein? Und wie bewältigt ihr dann die Hürden, unter anderem der Datensilos? Genau, das ist bei uns ja relativ organisch gewachsen. Wir haben tatsächlich viel mit Pilotprojekten auf kommunaler Ebene angefangen. In Kontakt sind wir über Messen gekommen, aber auch über Pitches, über solche Online-Konferenzen. Das ist super wertvoll, um da einen ersten Anknüpfungspunkt zu finden und seine Ideen einmal vorzustellen. Und genau das, was gerade beschrieben wurde, wir sind dann auch so vorgegangen, dass wir natürlich erstmal herausfinden mussten, was sind überhaupt die Bedarfe in der Verwaltung, haben uns das angeguckt und haben dann eben, es wurde ja auch beschrieben, festgestellt, dass Daten in der Verwaltung häufig noch in Silos vorliegen. Und das ist ja das Problem, was wir lösen wollen, dass quasi die gewachsene Arbeitsweise in den unterschiedlichen Fachbereichen sich auch auf die Daten bezieht. Und das heißt, dass für Entscheidungsfindung mit Daten dann eben die Daten aus den unterschiedlichen Fachbereichen zusammengeführt werden müssen, um dann Entscheidungen zu treffen. Und das merkt man auch oft bei der Arbeitsweise eben. Da muss man sich darauf einstellen, dass wenn wir ein Projekt mit der Verwaltung angehen, dann ist es so, dass wir am Anfang eigentlich einen festen Ansprechpartner festlegen, der für die Kommunikation mit dem Kunden zuständig ist. In der Verwaltung ist das oft und teilweise auch aus gutem Grund gar nicht ganz so möglich, weil eben die unterschiedlichen Abteilungen einbezogen werden müssen, die das unterschiedliche Wissen dazu haben. Und dann kommt es teilweise dazu, dass wir da unterschiedlich aus 10 unterschiedlichen von Personen Antworten zu ähnlichen Themen bekommen. Und das gilt es auf jeden Fall zu managen. Da kann ich anderen Startups nur mit auf den Weg geben, dass es gerade bei größeren Projekten am Anfang super hilfreich ist, einen Jufix einzuführen. Dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man Verständnis füreinander gewinnt und sicherstellen kann, dass in den Projekten gemeinsames Verständnis füreinander da ist. Weil das ist auf jeden Fall wichtig, dass auf beiden Seiten geschehen muss. Es ist nicht nur die Verwaltung, die Prozesse haben, die manchmal für uns natürlich eine Herausforderung sind, sondern es ist auch wichtig, dass wir uns mit den Verwaltungsprozessen auskennen. Wir als Politär haben uns ja jetzt auch ausschließlich auf die öffentliche Verwaltung konzentriert. Das heißt, bei uns haben wir über die Jahre mittlerweile ein sehr gutes Wissen über die Prozesse und Anforderungen in der Verwaltung angeeignet. Und es ist uns auch wichtig, dass auch die Personen, die nicht mit den Kunden in Kontakt kommen, also zum Beispiel ein Software-Engineer, ein gutes Verständnis dafür hat, was für Prozesse und Anforderungen in der öffentlichen Verwaltung da sind, damit dann eben keine Frustration auf Seiten unserer Mitarbeiter entsteht, wenn ein Prozess aus gutem Grund eben häufig mal länger dauert. Und genau was anderes, was ich noch mitgeben würde neben den Joe Fixes, ist eben, dass mit ganz klaren Deadlines gearbeitet werden sollte, mit der Verwaltung festgelegt werden soll, wann brauchen wir das eigentlich, damit von Anfang an klar ist, dass wir das bis zu diesem Zeitpunkt haben, weil das ist bei uns auch oft eine große Herausforderung. Die Entscheidungswege in der öffentlichen Verwaltung sind viel, viel komplexer natürlich als bei uns. Das hat seine Berechtigung, aber deswegen muss von Anfang an klar sein, bis dahin müssen wir eine Entscheidung haben, damit das Produkt auch für alle zufriedenstellend am Ende dann da ist. Also das wären so zwei Tipps, die ich anderen Startups mit auf den Weg geben würde, um die Hürden zu überwinden. Danke, Svenja. Ja, liebe Zuschauer, wir sind schon eigentlich
am Ende unserer Zeit angekommen. Wir haben noch so viele Fragen eigentlich vorbereitet. Wir können die Diskussion sicherlich, könnten Sie sicherlich noch eine Stunde locker fortsetzen. Ich möchte jetzt die Abschlussrunde einläuten. Wir haben gerade gelernt, was eine wunderbare Freundschaft zwischen Startups und Behörden und Verwaltung ausmacht, nämlich unterschiedliche Kulturen kennen, tolerieren und vor allen Dingen Kommunikation pflegen. Ich möchte jetzt nochmal abschließend ganz kurz eine Ebene höher steigen auf die Meta-Ebene. Wie können wir NRW zu einem Innovationscluster im Bereich GovTech machen? Ja, ich möchte um ganz kurze Antworten bitten, weil wir, wie gesagt, schon über die Zeit sind. Lars, deine Idee, wie machen wir NRW zu einem GovTech-Ökosystem, was national und international strahlt? Nee, ich hätte ja schon gesagt, ich glaube, wir müssen schauen, dass Startups und Innovationen ins System kommen. Und genau der Weg, den der Professor Dr. Meyer-Falke skizziert hat, mit Modellprojekten, mit neuen Wegen in der Ausschreibung arbeiten, mit Innovationspartnerschaften. Es gibt das Vergabeinstrument der Innovationspartnerschaft. Ich meine, da steckt Innovation und Partnerschaft drinnen. Das ist ein Weg, gemeinsam neue Dinge zu entwickeln, diese Dinge zu nutzen, sie zu verproben, da vielleicht auch Fehler zu machen und daraus dann zu lernen und Best Practices für die gesamte Verwaltung zu entwickeln. Ich glaube, wir brauchen da modellhafte Vergaben, modellhafte Kooperationen. Leuchtturmmodelle. Danke dir, Lars. Alex, dein Rezept, um NRW zum Innovationscluster GovTech zu machen. Ich glaube, also was wir ab und zu mal gemacht haben, was extrem gut getan hat, ich bin auch jetzt gleich auch in einem in einem Jofix, also von daher, das Thema von Svenja geht voll gut auf. Aber wenn jemand mal sowas sehen möchte, wie eine Verwaltung tatsächlich hinter den Kulissen funktioniert, einfach mal anfragen, vorbeikommen. Ich musste das auch, ich war auch, bevor ich bei der Stadt gelandet bin, weil ich auch in der freien Wirtschaft, habe erstmal überall einfach mal so ein Probesitzen in einem Bürgerbüro gemacht, um einfach mal zu verstehen, was es ist. Hilft extrem. Alle anderen Rahmenbedingungen sind, glaube ich, das, was eigentlich auch zum Beispiel selbst der heutige Tag einfach bringt oder einfach was der DigiHub ja ist. Von daher, ich glaube, in solchen Netzwerken mitmachen, mit Leuten in Kontakt treten und einfach mal so etwas einfach sich mal vor Ort anschauen, das hilft extrem. Danke, Alex. Nils, ihr habt euch ja auch auf die Fahne geschrieben, Ökosysteme zu bauen. Wie macht ihr das? Vielleicht erstmal vielleicht zu deiner Frage, was ich glaube, was NRW tun müsste, die du vorab gestellt hast. Ich glaube, ganz klar anwenden. Also Investments gibt es genug für Startups gerade. Ich glaube, es ist wichtig, der Staat muss Kunde werden und der Staat muss Leistungen einkaufen, Pilotprojekte machen. Und ich glaube, da können Dinge helfen wie Innovationsbudgets und zentrale Stellen, die sich eben die Pilotierung und die Ausschreibung von Innovationen auf die Fahne schreiben. Ich glaube, sowas wäre auch super hilfreich, weil, was Svenja gerade beschrieben hat, das ist, kann ich mir vorstellen, bestimmt auch zum Teil sehr kompliziert und es würde sehr helfen, wenn es da zentrale Ansprechpartner gibt und eben die Möglichkeit, ja, einen Ankerkunden zu gewinnen, ja, mit dem man dann sich als Startup auf die Wachstumsreise machen kann. Ich glaube, das würde in NRW sehr viel Bewegung in das Ökosystem bringen. Vielen Dank, Nils. Svenja, dein abschließender Tipp, um uns in NRW ganz nach vorne zu bringen. Ich kann das, was Nils gerade gesagt hat, nur unterstützen. Also Land und Kommunen müssen sich eigentlich auf eine Plattform einigen, wo Startups auf Probleme aufmerksam werden können, weil Startups kommen dahin, wo die Probleme sind. Und das Land sollte da ein bisschen für die Kommunen mitdenken und eher unterstützen, Verträge umzusetzen, als Fördergelder zu geben, direkt an Startups, weil Verträge ist das, wo nachhaltige Zusammenarbeit dann funktionieren kann. Danke, Svenja. Ja, und das Schlussstatement von Herrn Meyer-Falke, der CIO von NRW. Damit Sie mich nicht gleich wieder rügen, dass ich so einen Wortschwall loslasse und Sie bis 6 Uhr machen. Wir sind noch eine Antwort schuldig von demjenigen, der vorhin gefragt hat, wohin soll er denn seine bahnbrechende Idee mit den Kfz-Kennzeichen schicken. Da schließt sich jetzt der Bogen zu, ja, ich habe ein gutes Gedächtnis, Herr Geider. Da schließt sich jetzt der Bogen zu meinem allerersten Ausführung. Ich habe kein Digitalproblem, wir haben ein strukturelles Problem. Also ist ganz einfach, der Bundesverkehrsminister ist dafür zuständig. Herr Smoljanicki könnte da so viel machen, wie er wollte auf Landeshauptstadtsebene, er dürfte gar nicht. Also die super Idee mit dem Kennzeichen muss man Herrn Bundesverkehrsminister schicken. Ich empfehle nur mittlerweile an all diesen Stellen,
schicken Sie einen Durchschlag an den schicken Sie ihn im CC an den Bundes-CIO, also meinen Kollegen in Berlin, Markus Richter heißt er, den findet man auch. Dann ahnt man zumindest, dass auch jemand drauf guckt, der hauptberuflich sich mit Digitalisierung befasst. Das war jetzt lustig, aber es ist leider so. Sie können es auch mir schicken, wir leiten es allerdings dann auch nur weiter. Punkt. Jetzt Ihre Frage. Ganz kurz, 23.06. 15 Uhr, Update NRW, kann man finden. Wir haben mit der Staatskanzlei und der Bertelsmann Stiftung so einen Meetingraum geschafft, eben auch online, in dem sich Startups und wir Verwaltung treffen können. Der nächste Termin, ich habe Ihnen gerade gesagt, 23.06. 15 Uhr, update.nrw. Einfach reingucken. Das Ziel ist Kommunikation überhaupt erstmal, sich ein bisschen kennenzulernen. Und dann könnte ich jetzt neudeutsch sagen, Matching. Also wir wollen Menschen haben, die Lösungen haben und Probleme. Nee, umgekehrt. Die Probleme haben und Lösungen haben. Und das ist so der Ansatz, den ich jetzt ganz konkret anbieten kann. Hey Malfalke, herzlichen Dank. Das war eine sehr schöne Abschlussrunde. Liebe Zuschauer, wir kommen jetzt tatsächlich auch jetzt langsam zum Ende. Zuallererst, ich möchte euch, liebe Diskutanten, ganz, ganz herzlich danken. Wir haben eine tolle Diskussionsrunde erlebt. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Herr Malfalke, Svenja, Nils, Alex und Lars, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns auf nächsten DigiHub-Veranstaltungen wiedersehen, wenn wir vielleicht wieder eine Veranstaltung zusammen machen. Da geht der Dank nochmal an das NRW-Wirtschaftsministerium und Cassini für die gemeinsame Konzeption. Ich danke dem ganzen DigiHub-Team im Hintergrund, die das alles heute möglich gemacht haben. Liebe Zuschauer, dass ihr heute dabei wart, trotz des phänomenalen Wetters. Ich bin überzeugt, es hat sich für euch gelohnt. Unsere nächste große Veranstaltung ist der Digital Demo Day am 9. September. Da geht es um das Thema B2B Tech und Services. Wir sind mittlerweile Deutschlands größte Veranstaltung für dieses Segment. Wir freuen uns auf 200 Startups national und international, über 4000 Besucher online wie offline. Wir trauen uns. Es ist die erste große Veranstaltung, ich sage einfach mal flapsig, nach Corona. Wir sind natürlich Corona-konform unterwegs, aber wir trauen uns, wir wollen wieder das physische Erlebnis mit euch gemeinsam teilen. Wir freuen uns, wenn ihr am 9. September alle dabei seid. Vielen Dank für heute. Vielen Dank an alle, die jetzt hier mit unterstützt haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Sommer für diejenigen, die wir nicht mehr sehen. Und ich sage Tschüss zusammen.